Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Version von den Weekend League Rewards. Es ist wieder mal soweit. Donnerstag ist Rewards Time. Heute nicht so spektakulär, weil ich hatte letzte Weekend League einfach bei diesen Servern keine Lust auf Weekend League. Das heißt, auf Main Account mit dem Team habe ich gespielt. Ich habe bei Gold 3 aufgehört. Ich hatte keinen Bock mehr. Das Team ist relativ krass, ihr seht, im Gegensatz zum letzten Mal. Letztes Mal war hier noch Davidson Sanchez. Dann war hier De Jong OTW. Hier war Firmino Scream. Und glaube, wer war noch? Paulinho Flashback? Oder wer war noch? Irgendjemand. Auf jeden Fall, letzte Weekend League neu dazu kam De Bruyne Totti. Er ist Besitzer. Es kam dazu der Jong Totti, der mich ein bisschen enttäuscht hat, obwohl er gute Stats hat. Er war irgendwie nicht so auffällig, habe ich das Gefühl. Aber ich denke, ich gebe ihm diese Woche noch einmal die Chance, obwohl ich Bock auf Bernardo Silva hätte. Und David Luiz Flashback kam noch dazu. Wahrscheinlich werde ich mir noch Fabian Scher machen, einfach weil er Schweizer ist. Als Schweizer musst du jedes Schweizer Special Card mitnehmen. Hier Shaqiri ist das beste Beispiel. Die einzige Schweizer Special Card, die ich nicht habe, ist Babu. Das bereue ich ein bisschen, den ich gemacht habe. Aber egal. Es gibt jetzt hier Gold 3 Rewards. Ich habe noch ein paar Packs aus der La Liga SBC vorbereitet, wo ich gerade alles im Verein hatte für die SBC. Und auf dem Road to Glory gibt es wie jede Woche wieder Gold 3 Rewards. Beim Road to Glory höre ich ja jede Woche auf Gold 3 auf. Da spiele ich eigentlich nie zu Ende. Und dann legen wir los. Ich nehme wie immer die Tradable Packs von den Division Rivals. Rang 3. Es gibt ein seltenes Goldpack und ein 50k-Pack. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das als erstes auf und danach gehen wir in die Player Picks. Oder nee, komm. Ich meine, wir können die Player Picks jetzt schon machen. Weil ich kann aus dem jetzigen Team of the Week niemanden brauchen. Es gibt zwei Megapacks, ein 50k-Pack und 30.000 Coins. Ja, ich könnte bis morgen warten, bis die Headliner kommen, aber ich bin nicht angewiesen auf die Coins. Ja, ich meine, ihr habt mein Team gesehen. Das Einzige, was ihr noch brauchen könnte, ist ein Firmino Scream für Guardiola. Aber das ist nicht schlimm. So, also wir gehen in die Player Picks. Ich habe keine Erwartungen, weil ich, wie gesagt, nichts brauche. Gehen wir einfach mal rein. Let's go. Jovinko. Ja, ist okay, nehme ich mit. Einfach wegen Rating. Und dann der zweite Player-Pick, der ebenfalls unwichtig ist, Dubravka. Wieder ein Torwart. Wer hätte es gedacht? Dubravka und Giovinco. Wieder ein Torwart. Naja, egal. Wie gesagt, brauche ich ja eh nicht, von daher gehen wir jetzt in die Packs. Wenn ich irgendwie auf 350k kommen würde, wäre schon mal geil. Ich fange mit dem Jumbo-Gold-Pack an, das ist eh ein schlechtes Set, von daher. Die reinen Spielersets machen wir dann am Ende und die Megapacks natürlich noch. Der geht da schon mal nicht durch. Pack-Openings mit angesparten Packs, wir kennen es vom letzten Livestream. Keine guten Erfahrungen. Lindelöf, ja, kommt das sicher ein bisschen was wert. Die packe ich mal auf die Transferliste, vielleicht sind sie was wert wegen den SBCs. Gucke ich dann später. So, was habe ich noch? Seltene Gold-Pack. Die war am letzten Freitag im Livestream im Pack-Opening nicht mal so verdammt schlecht. Ja, geht sogar wieder durch. Aber kein Walkout. Wer hätte es gedacht? Spanien. ZDM Banega. Nee. Ah, Javi Martinez, ein 84er. Ja. Nehme ich mit, kann ich bauen für die Fabian Scher SBC. Und sogar noch ein 83er zusätzlich mit Rodrigo. Ja, sehr gut. Das ist doch schon mal in Ordnung. Was haben wir sonst noch für Packs? Die Megapacks. Wir nehmen zuerst die mit einem seltenen Goldspieler drin, weil die sind ja eh schlecht. Auch wenn 6 Goldspieler drin sind, hat man da nicht zu große Erwartungen. Der geht sogar durch, aber ist kein Walkout. Deutschland. ZM, Goretzka. Nee, Khedira. 83 hat der, glaube ich. Exakt. Oh. Das war meine Hand und der Tisch. Ich nehme die 83er mit, die kann man immer brauchen. Aber ich habe ihn schon. Packen wir halt auf die Transferliste. So, du, sicher ein bisschen was wert.
Let's go. Dann haben wir als nächstes hier. Auch nur ein Seltener drin. Machen wir auf. Da hat man ja eigentlich nie Erwartungen in diesen Sets. Ja, selten ist nicht mal ein Goldspieler. GG. Selten ist ein Silberspieler aus, ja, aus der zweiten französischen Liga. Super. Die packe ich mal auf die Transferliste, weil sie Premier League sind. Und dann machen wir weiter mit dem... Hier, Prime Electrum Spieler seit klein. 6 Spieler, 3 Gold, 3 selten. Der geht nicht durch, ne? Nein. Ich habe eigentlich, was Packs angeht... Nee, ich habe eigentlich noch langerlich ausgesorgt. Die Icon fehlt natürlich noch. Ja, die Icon fehlt noch. Die muss noch gezogen werden. Was machen wir als nächstes? Kommt Prime Electrum Spielerpack. Die Icon möchte ich gerne noch ziehen. Ja, dieses Gefühl hatte ich die letzten 3,5 Jahre nur ein einziges Mal mit Hierro Baby in FIFA 19. Oh, guck mal, sogar einer von Barcelona. Kann ich brauchen. Kann ich sogar sehr gut brauchen. So, Augustinsson könnt ihr haben. Dann als nächstes haben wir hier noch 2 kleine Sets mit 6 Spielern, 6 Gold, 3 selten. Also ich hoffe, ein Walkout kann ich mir erhoffen. Ich meine, ich habe auch 50k Sets. Obwohl die 50k Sets immer scheiße sind. Belotti, ja, immerhin 82er noch. Also ein Walkout wäre schon das Ziel. Bin ich mit den 350k als Ziel, aber sehr, sehr realistisch geblieben, Kappa. Die gehen dann nicht mal mehr durch. Und wenigstens ein 82er. 81, okay. Timo Horn, ja. Dann machen wir die Megapacks als nächstes, würde ich sagen. Wenigstens durchgehen. Er geht nicht mal durch. Ah ja. Super. Das sind meine Mega... Oh, okay, ein Shadow. Okay. Ein Shadow, immerhin. Ist ja wertvoller als alles andere in diesem Pack. Wow. Also das, ein Shadow zu ziehen, ist wahrscheinlich seltener als ein Walkout zu ziehen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Komm, jetzt noch ein Hunter dazu im nächsten Megapack. Geht auch nicht durch. Weekendrick Rewards kann ich. Ein 80. Ja, okay, wenigstens auch Barcelona-Spieler. Für die SBC halt. Shadow oder so wieder? Nee, gar nix. So, Pope können wir haben. Der wird nix wert sein, der auch nicht. So. Dann haben wir noch die beiden 50k. Jetzt kommen ein Walkout. Das darf man wenigstens erwarten. Komm schon. Ja, der geht durch. Das ist ein Walkout. Sehr gut, komm. Ach, Italien. Seid ihr wenigstens Chiellini? Bonucci. Ich hätte einen Chiellini, hätte ich jetzt genommen. Den hätte ich in die Share SBC gepackt. Und noch einen 83er. Noch einen 82er. Wunderbar. Jo, der ist vielleicht ein bisschen was wert wegen den Icon Swaps. Der Tavernier. So. Und das letzte 50k. Komm, noch ein Walkout. Noch einen drauflegen. Das wäre natürlich. Klasse, ja, geht durch. Ja, kein Walkout im zweiten 50k Set. Deutschland. Oh, wart. Kevin Trapp. Wunderbar. Nächstes noch andere rein. Oh, Sissoko, ist da noch was wert? Das erste Mal, dass ich Sissoko ziehe. Das ist ja 3.500. Machen wir mal 3-4. So. Premier League weiß ich, dass die jeweils ein bisschen teurer sind. Halt wegen der SBC. So. Super. Super duper. Guck mal, Tavernier ist sogar direkt weg. Ja. Dann war's das jetzt schon auf diesem Account. Ich werde wahrscheinlich Samstag und Sonntagabend streamen. Mal gucken. Mit diesem Team hier. Vielleicht kriege ich ja noch dank SBC-Accounts oder so die Coins zusammen, um hier Firmino Scream hinzustellen. Ich möchte eigentlich durch die Swaps Essien holen. Es ist aber davon abhängig, ob Semedo einen Headliner kriegt. Wenn Semedo den Headliner kriegt, werde ich das Team so lassen und einfach Semedo Headliner kaufen. Die Chancen stehen gut, dass er einen Headliner kriegen kann, der Semedo. Wenn er ihn nicht kriegt, hole ich Zambrotta und
probiere irgendwie, wie gesagt, Firmino, Scream einzubauen. Dann hätte ich ZDM, Firmino, Scream und De Jong, Totti, was, denke ich mal, eine angenehme Angelegenheit ist. Ja, so, also, dann mache ich jetzt einen kurzen Cut und wir gehen auf den Road to Glory. So, da wären wir auf meinem Road to Glory Account. Mit diesem Team habe ich die letzte Weekend League gespielt. Ich muss sagen, Neuer war eine kleine Enttäuschung. Er hat mir ehrlich gesagt nicht mal so gefallen. Er hat einige Patzer drin gehabt, aber mal gucken, wie er sich diese Weekend League schlägt, bis ich Gold 3 erreicht habe. Hier wäre es natürlich geil, irgendwelche Upgrades machen zu können. Ein Upgrade, was ich garantiert machen will, ist natürlich hier der Philipp Anderson vom Season Pass. Das wird allerdings sehr, sehr schwierig, weil den Season Pass auf zwei Accounts zu machen, ist jetzt nicht die einfachste Angelegenheit. Nichtsdestotrotz, wir nehmen natürlich auch hier die Tradable Sets mit aus den Division Rivals, auch Rang 3. Zwei Megapacks gibt's. Und dann gehen wir auch direkt zu den Foot Champions Rewards, natürlich Gold 3. Genau das gleiche wie auf dem Main Account, 30.000 Münzen. 50k Set, zweimal Megapack und natürlich die beiden Player Picks. Und mit denen fangen wir direkt an. Hier könnte ich den einen oder anderen brauchen. Ja, El Arabi. Okay. Haben wir schon mal... Nee, ist noch nicht das genau gleiche Rating wie auf dem Main Account. Komm, jetzt noch ein Dubravka. Nee, noch ein... Ja. Okay. Aber... Ja, super, Player Picks. Respekt, dass ich einen 75er nehmen muss. Alles klar. Naja, gut. Na, für die Weekend League noch kurz anmelden. Beginnt in 17 Stunden wieder der Spaß. Ich freue mich. Yay. So, angemeldet. Und dann würde ich sagen, geht's ab an die Packs. Wir fangen mit den Megapacks an. Davon haben wir 4 Stück. Vielleicht, also ein Walkout wäre schon wieder das Ziel. Und dann bin ich für den Road to Glory eigentlich bereits zufrieden. Da ist schon im ersten Pack der erste Walkout. Spanien, wunderbar. ZOM, oh, okay. David Silva. Das ist natürlich... Was macht der da? Ich habe übrigens die E-Sports-Trikots genommen, die man bekommen hat. Und David Silva, ein 88er. Das ist... Ordentlich. Was bist denn du wert, mein Lieber? Dich verkaufe ich aber sowas von direkt. David Silva. Mache ich jetzt hier direkt im Video. Ist mir sowas von egal. 28.500. Ja, dann nehmen wir doch die Coins mit, würde ich sagen. Ist ja jetzt schon besser, das Pack-Opening, als auf dem Main-Account. Jetzt schon mehr Coins gemacht. Vielleicht auch ein Shadow irgendwo dazwischen. Komm. Okay, ne. Juan Jesus. Oh. Ray. Wunderbar. Du bist nichts wert. Griffzoff. Ja, ist doch schon mal ein gutes erstes Pack. Ne, verkauft habe ich noch nicht. Ne. Ja, dann werde ich eventuell auf 200k kommen, wenn es gut läuft hier. Zweites Megapack. Komm. Der geht dieses Mal leider nicht durch. Sad Life. Das ist wirklich sad life. Ja, aber Team Fitness hat einiges drin und das kann ich verdammt gut brauchen. Ja, jetzt muss ich das halt immer so machen. Ist nichts wert. Auch nicht. Auch nicht. Ah, immer die Rand liegen. Was will ich mit denen? Naja, 2000 Coins mit abstoßen. So, David Silva's verkauft. Sehr gut. Nächstes Megapack. Nummer 3 von 4. Komm schon, geh durch. Ja, der geht ins Stadion rein. Das ist ein Inform-Walkout. Was ist denn hier los? Oh, das ist dieser El Arabi. Och Gott. Ja, kann ich skippen. Okay, der wird nichts wert sein. Daher werde ich ihn mal im Verein verstauen. Weil vielleicht gibt es ja eine richtig gute Headliner. SBC, die ich brauchen kann. Für den Road to Glory-Account. Und da wird man definitiv einen Inform brauchen. Und da ist so ein 84er Inform, für den man nichts bezahlen muss, eine willkommene Angelegenheit. So, der geht auch wieder durch. Diesmal aber kein Walkout. Portugal, ZDM, Danilo Pereira. Ja.
Immerhin einen 83er. Besser als nichts. So, und den habe ich sogar im Verein. Wunderbar. Machen wir so auf den Markt des Zeugs. Trikots. Okay, rumänisches Trikot behalte ich. So. Das gehört einfach in den Verein. So. Und dann kommen wir zum letzten Pack, das 50k-Pack. Mal schauen, was hier Hübsches drin ist. Er geht durch. Die Champions League Walkout. Ah. Oblak. Oblak. Wow. Okay. Ja, das Pack-Opening war ja besser als auf dem Main-Account. Jan Oblak, Champions League-Karte im 50k-Pack. Na holla die Waldfee. Da könnte noch was dahinter sein. Ja, ein 82er. Also was bist denn du wert? Alles klar, Oblak ist 50k. Ja, da habe ich aber ordentlich Coins gemacht auf dem Road to Glory. Aber so richtig gut. Was ist denn hier los? Alter, hier brauche ich Coins und hier habe ich sie gemacht. Das nehme ich so mit. Also wir haben über 100k gemacht mit Gold 3. Ist ja besser als Elite 3. Ja, gut, dann war's das von diesem Pack-Opening. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.